Für uns ist der Umgang mit Klängen ganz wesentlich. Wir spielen am liebsten die Musik, die uns vor allem interessiert, aber wo wir uns klanglich auch neu entdecken können als Ensemble. Verschiedenste Richtungen innerhalb der neuen Musik sein. Wir haben großes Interesse an New Complexity und an so klangbasierter Musik, aber auch an Musik mit Improvisationsanteilen oder anderer Form von Kammermusik. Aber am Anfang steht immer das Interesse und einfach auch die Lust, irgendwie in ein Werk zu gehen oder einer bestimmten Komponistin einen Auftrag zu geben, weil uns irgendetwas wirklich fasziniert oder interessiert und wir da irgendwie tiefer eintauchen wollen. Wir arbeiten wirklich sehr gerne mit Komponistinnen. Deswegen, wenn jedes Konzert zum Beispiel die Möglichkeit, die hier kommen, dann wir laden immer die ein, dann nochmal über den Stück nochmal reden. Nicht nur dem Stück, sondern auch überall. Also vier verschiedene Möglichkeiten. So zum Beispiel später zusammenarbeiten, nicht nur wegen den Konzerten. Das finde ich, das ist unser Ziel, also immer mit den vier verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Etwas Längerfristiges entwickeln. Wir arbeiten gerne irgendwie an bestehenden Werken von KomponistInnen, um dann vielleicht irgendwie in Zukunft auch mal ein Werk von den Personen dann gewidmet zu bekommen. Wir hatten zum Beispiel schon Zusammenarbeiten mit Franck Bedrosian, Pierluigi Bilone und anderen Komponisten, und daraus haben sich dann auch irgendwie immer Folge-Zusammenarbeiten ergeben, und das interessiert uns eigentlich sehr, die kennenzulernen mit bestehendem Repertoire. Das ist irgendwie ein Luxus, dass es das dann manchmal gibt und dass daraus dann vielleicht etwas entsteht, was für uns ist, sei es jetzt für das Trio oder für die Einzelpersonen oder Einzelduos, Duokonstellationen innerhalb der Gruppe. Das interessiert uns einfach wahnsinnig, genau so ein Teil von so einer längerfristigen Kooperation zu sein. Überzeugung, man soll immer das machen, was einen am meisten interessiert, weil man da sich am besten entwickeln kann oder es auch am wenigsten Arbeit ist, sondern eher wie irgendwas, was man einfach machen möchte und was auch sehr natürlich passieren kann. Für uns bedeutet das mit der Musik, die wir häufig auch auf die Bühne bringen, dass wir wirklich in so einen ganz bestimmten Modus kommen, bei der Arbeit wirklich sehr detailverliebt sind und versuchen, jedes Mal eigentlich so ein neues Meta-Instrument für jedes Stück zusammenzubauen, dass wir wirklich zu einem Instrument werden, manchmal, oder zu einem ganzen Orchester, das kann ja Verschiedenes sein, aber dass wir wirklich unsere Instrumentation genießen. Thank you.
Dass wir alle in der neuen Musik irgendwie gelandet sind beim Spielen, hängt sicherlich mit Schlüsselerlebnissen, Konzerten zusammen, die wir gesehen haben, die uns sehr berührt haben. Und gerade bei neuer Musik ist dann auch irgendwann dieser Wunsch groß geworden, das eben nicht mehr nur zu hören, sondern das auch selber ein Teil davon zu sein und selber damit auf die Bühne zu gehen. Ich finde auch von dem Publikum, so nach dem Konzert, die sind nicht so Musiker, Musikerin, aber die kommen dann viele Feedback oder einfach so Kommentar geben. Das finde ich auch so, diese Gründe machen wir weiter zu gehen, weiter so spielen. Das erste Stück, das wir als Trio im Konzert gespielt haben, war Durch von Marc-André. Und das ist ein Stück, was uns sowieso sehr viel bedeutet, weil es eine unheimliche Tiefe hat, eine sehr tolle Klangwelt. Und da kommen eben sehr viele Klangschalen drin vor. Und das war ein Stress und eine lange Geschichte, die richtigen Klangschalen vor dem Konzert zu sammeln. Gleichzeitig war das aber auch das Konzert, wo wir gespürt haben als Trio, ja, das ist der richtige Weg. Wir möchten jetzt wirklich weitermachen mit dieser Art von Musik. Und das war ein sehr schönes und wichtiges Erlebnis für uns. Das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dieser Klangschale.